Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Ich liebe es ja, essen zu gehen. Deswegen ist diese Corona-Zeit auch so schwer für mich, Leute. Denn ich kann einfach nicht essen gehen. Ich weiß, es gibt viel, viel schlimmere Sachen. Also wirklich, Leute. Also es gibt viel, viel schlimmere Sachen. Aber was ich am meisten vermisse, ist wirklich essen gehen, Freunde. Und das Ding ist, es gibt aber halt auch richtig, richtig seltsame Restaurants. Und genau diese gucken wir uns jetzt nämlich heute an. Und ich möchte mal wissen, was es so für seltsame Restaurants sind, weil ich möchte auf jeden Fall mal gerne wieder essen gehen, Leute. Bitte, ich möchte aber nur essen gehen. Mehr möchte ich doch nicht. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, Freunde, wenn ihr auf jeden Fall noch mehr davon sehen wollt. Und wir gehen rein mit dem Video Nummer 10, Abfahrt. Nummer 10. Ich hoffe, dass du keine Höhenangst hast. Denn wenn du Höhenangst hast, ist das Vogelnest-Restaurant, auch bekannt als Bird's Nest Restaurant in Thailand, nichts für dich. Okay. Hier können Kunden privat einen Blick auf die Baumkronen genießen, während sie in einem Weidekorb in einem Baum in etwa 5 Metern Höhe essen. Die Körbe oder Vogelnester, wie sie es nennen, bestehen aus Weidekörben mit Lederriemen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, denn sie sind stark und sicher. Okay. Es sind Ziplines zwischen den Bäumen gespannt, die die Kellner benutzen, um euch Essen und Getränke zu bringen. Nein! Es scheint mir, dass du dafür gute Balancierfähigkeiten haben musst. Leider konnten wir nicht herausfinden, wie die Kunden in die Vögelnester kommen. Vielleicht sind an den Bäumen Treppen befestigt oder es gibt einen Flaschenzug, der den riesigen Korb hochzieht. Oder vielleicht müssen sie auch die Ziplines benutzen, wie die Angestellten. Was denkst du? Lass es mich unten wissen. Ey, das wäre natürlich echt krass, Freunde. Aber wenn ihr das auch mal machen wollt, dann sagt mir Bescheid. Nummer 9. Dann machen wir das. Das Essen in diesem sehr ungewöhnlichen Restaurant ist hier zweifellos großartig. Aber würdest du die Gerichte gerne essen, wenn die Dinge um dich herum wie die Sachen aussehen, die du im Badezimmer benutzt? Nee. Überraschenderweise ist das für viele Leute ein Ja. So skurril es auch klingen mag, das moderne Toilettenrestaurant wurde zu einem Trend für die Menschen in Taipeh und die Touristen, die die Stadt besuchen. Die Sitze sind echte Toiletten und die Tische haben Toilettenschüsseln. Nein. Dein Getränk wird in einer Mini-Toilette serviert und wenn du ein Eis mit Schokoladengeschmack bestellst, wird es auf einem Glas serviert. Und wie wäre es mit einem Haufen dampfender Nudeln, die in einer Toilettenschüssel serviert werden? Was? Wir würden es wahrscheinlich nicht selbst essen. Aber trotzdem ist das moderne Toilettenrestaurant, wie du auf den Fotos und dem Video sehen kannst, tatsächlich sauber und ordentlich. Und ohne allzu sehr auf ihre Schüsseln und Gläser zu achten, sieht das Essen tatsächlich lecker aus. Hä? Natürlich gibt es auch eine große Toilettenschüssel außerhalb des Restaurants. Denn es ist natürlich nicht die Absicht, dass das Geschirr, in dem das Essen serviert wird, benutzt wird für, du weißt schon... Bitte sag mir nicht, dass man quasi als Getränk Toilettenwasser bekommt. Bitte nicht. Das wäre echt eklig, Leute. Wirklich. Nummer 8. Nummer 8. China ist als Hightech-Land bekannt. Ja. Sie stellen die technischsten Sachen und Gadgets und auch Roboter her. Ja. So dachten sie eines Tages, lasst uns Roboter nicht nur für Krankenhäuser und Kinderspielzeug verwenden, lasst uns Roboterköche machen. Oh. Kaum gesagt, schon getan. Das Restaurant Foodum in Guangzhou machte insgesamt 46 Roboterköche, die verschiedene Gerichte perfekt zubereiten können, wie gedämpften Fisch und leckeres Wok-Rindfleisch. Die Gerichte sehen genauso aus wie die der Profiköche. Du wirst dich auch nicht langweilen, während du auf deine Bestellung wartest, denn sobald du das Restaurant betrittst, wird dich ein Roboter an deinen Tisch begleiten und mit dir plaudern. Was? Der Roboter wird dir auch als Kellner dienen. Die Kunden müssen nur ihr Handy mitbringen und die Speisekarte scannen. Dann geht der Roboter in die Küche und wählt die Zutaten für den Roboterkoch aus. Bitte was? Diese Roboterköche haben sich auch freiwillig gemeldet und den Einheimischen während des Lockdowns bei der Zubereitung des Essens geholfen. Lol. Ey, ohne Spaß, ne? Ey, es ist doch alles so verrückt mit Robotern Nummer und so. Nummer 7. Ey. Dieses Restaurant in Bangalore beweist, dass das Thema Gefängnis luxuriös und geschmackvoll aussehen kann. Ein Angestellter in Gefängnisuniform wird dich willkommen heißen, wenn du das Central Prison Restaurant betrittst. Und du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass dir sofort Handschellen angelegt werden. Die Stühle und Tische sind ordentlich aufgestellt und du kannst sogar wählen, in einer Gefängniszelle zu speisen. Was? Mach dir aber keine Sorgen, die Zellen sind nicht abgeschlossen, so dass du rauskommen kannst, wann immer du willst. Das ist gut. Es ist auch schön, dass sie die Nummern der Gefängniszellen als Tischnummern verwenden. Wenn du an Gefängnisessen denkst, denkst du vielleicht an einen halbgekochten Brei mit Kartoffelpüree oder Bohnen. Mm. Aber in diesem einzigartigen Restaurant erwarten dich schmackhafte Gerichte wie Honighuhn, Nudeln und gebratener Reis. Alles in allem haben die Besitzer des Central Prison Restaurants ihr Bestes getan, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Ja, wenn man das natürlich gemütlich findet im Gefängnis, dann perfekte Atmosphäre. Nummer 6. Fische gehören zu den beliebtesten Haustieren der Welt und manche Menschen lassen einige von ihnen in einer Schüssel oder einem Aquarium herumschwimmen. Ja, aber habt in ihr Vietnam Fische? Haben sie ein Café namens Nguyen Duoc Hoa, wo sie Fische um die Stühle und Tische schwimmen lassen.
Die Idee war, einen Teich mit Koi-Karpfen zu bauen und der Besitzer machte diesen Traum wahr, indem er den Boden eines zweistöckigen Gebäudes mit einer Wasserschicht füllte, in der Koi-Karpfen und andere kleine Fische herumschwimmen. Was? Die Kunden müssen ihre Schuhe ausziehen und ihre Füße putzen, bevor sie das Gelände betreten. Was? Nguyen nannte seinen einzigartigen Kaffee-Teich Amix Café und er befindet sich in Ho Chi Minh City in Vietnam, also musst du weit reisen, wenn du vorhast, ihn jemals zu besuchen. Mhm. Die Fische wurden nun an einen anderen Ort gebracht, wo sie in Glasbehältern um das Café herumschwimmen. Nguyen hatte einige Beschwerden von Leuten erhalten, die ihm sagten, dass er den Fischen auf diese Weise schadet. Im Nachhinein war es keine so gute Idee, aber eine einzigartige Erfahrung. Also würdet ihr bei dem Restaurant essen gehen? Und weißt du, was richtig krass wäre? Wenn man da noch Fisch isst. Das wäre echt heftig. Ein paar Fischstäbchen, ne? Nummer 5. In der Stadt Dubai findest du ein Hotel in Form eines Segels namens Burj Al Arab. Dieses weltberühmte 7-Sterne-Hotel namens Al Mahara ist das luxuriöste Restaurant der Welt. Okay. Wir haben das Restaurant ausgewählt und in die Liste aufgenommen, weil der Grad der Fantasie so extrem ist, dass es seltsamerweise atemberaubend und überwältigend ist. Bevor du das Stockwerk erreichst, wo das Al Mahara ist, musst du einen goldenen Aufzug nehmen. Was? Außerhalb des Restaurants ist eine riesige goldene Muschel. Sie haben auch einen Luxuskühlschrank für all ihre Weine. Und ja, der ist auch aus Gold. Was? Du musst auch durch eine Muschelgalerie gehen, um in den Speisesaal zu gelangen und du kannst erraten, woraus diese besteht. Und natürlich, wenn das Gold nicht ausreicht, hat das Restaurant auch ein riesiges Aquarium mit den schönsten Fischen, die darin herumschwimmen, das vom Boden bis zur Decke bedeckt ist. Was? Wir sind jedoch der Meinung, dass dieses exklusive Restaurant mit einem saftigen Preisschild versehen ist, wenn ihr es besuchen wollt. Wie teuer? Oh, er sagt nicht, wie teuer. Ich würde gerne mal wissen, wie teuer das wäre. Ich möchte da mal hin, Leute. Nummer 4. Mano. Wenn du in einem Krankenhaus landest, ist das für die meisten Leute kein Spaß. Aber in Jakarta gibt es ein Krankenhaus mit einem tollen Themenrestaurant. Mhm. Am Anfang hat Hospitalis echtes Krankenhauszubehör benutzt. So kann man zum Beispiel in einem Rollstuhl zum Krankenhausbett gefahren werden, wo man ist. Lol. Auch die Beleuchtung ähnelt der von echten Operationssälen. Sogar das Personal trägt Arzt- und Krankenpflegeruniformen mit weißen Mützen und roten Perücken. Alles klar. Die Kunden werden gefüttert und dieses Restaurant scheint mir eine sehr seltsame Erfahrung zu sein. Ja. Zum Beispiel wird ein Getränk in Gläsern serviert, die sie auch in Labors benutzen. Die Person, die sich dieses Konzept ausgedacht hat, hat eine sehr reiche Fantasie. Trotzdem scheint es ein ziemlich beliebtes Restaurant zu sein, in dem man sehr gut essen kann. Also ich sag's mal so, Freunde, bei Halloween boomt der Laden. Aber sowas von. Nummer 3. Das Kayabukiais ist ein altes japanisches Sake-Haus-Restaurant in Japan. Sake ist eine Art alter japanischer Wein. Dieses einzigartige Restaurant wurde von den Gästen geliebt, da es zwei Makakenaffen beschäftigt. Der erste Affe namens Yachan war nur das Haustier des Besitzers, bevor er zur Arbeit in das Restaurant kam. Ja. Eines Tages fing er an, die menschliche Arbeitskraft zu kopieren, also gab seine Besitzerin Kaoru Otsuka Yachan eine Arbeitsmöglichkeit. Wie? Gekleidet in Hemd und Hose nimmt er die Getränkebestellungen der Kunden entgegen und serviert sogar. Was? Yachan ist ein echter Profi geworden und macht einen guten Job. Der jüngere Makakenaffe namens Fuku-chan macht sich auch ganz gut, obwohl er nur 2 Jahre Erfahrung hat. Oh, hat eine Maske. Fuku-chans Job ist es, den Kunden warme Handtücher zu bringen und ihre Hände zu reinigen, bevor sie Getränke bestellen. Lol. Wenn die Kunden ihren Service mögen, und das tun sie oft, können sie ihnen Sojabohnen als Trinkgeld geben, was die Affen lieben. Ey, ohne Spaß, wenn ich da mal hin bin, kriegt der Affe ganz, ganz viele Sojabohnen. Nummer 2. Mhm. Das vorletzte Restaurant auf dieser Liste ist das Opaque Restaurant in Los Angeles. In diesem Restaurant kann man buchstäblich im Dunkeln speisen, ohne jegliche Beleuchtung. Hä? Die Besitzer sagen, der Hauptzweck ihres Dining in the Dark sei es, den Gästen eine neue Erfahrung zu bieten. Wenn du deine Augen schließt und nichts mehr sehen kannst, bist du auf deine anderen Sinne angewiesen, wie Tastsinn, Klang, Geruch und Geschmack. Auch diese werden sensibler. So fühlst du dich bei den Menschen, mit denen du isst, besser. Du hörst die Geschichten, die erzählt werden, und du riechst und schmeckst das Essen noch besser. Auf diese Weise möchte das Restaurant den Kunden ein neues Esserlebnis bieten. Die Leute, die in dem Restaurant arbeiten, sind entweder blind oder haben ein wenig Probleme mit ihrem Sehvermögen. Obwohl sie ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt sind, wurden sie speziell geschult, damit sie die Mahlzeiten besser und schneller servieren können. Ey, was? Wie krass ist das bitte schon, Leute? Einfach ein Restaurant im Dunkeln. Aber Nummer 1, ich Nummer bin gespannt. Eins. Bunker. Bunker 42 ist das tiefste Restaurant in Moskau, das 65 Meter unter der Erde liegt. Bevor es zu einem Speiselokal wurde, war es ein geheimes Atombombendepot und spielte während des Kalten Krieges eine große Rolle. Das Restaurant ist eigentlich nur ein Teil des gesamten Bunker 42, denn der historische Bunker hat auch ein Museum, einen Themenpark und Platz für Veranstaltungen. Wie viele noch? Wenn du den gesamten Bunker besichtigen möchtest, wirst du eine Weile brauchen.
Die Besucher gehen normalerweise in das Restaurant, um etwas zu trinken oder typische russische Gerichte zu essen. Was? Für ein unterirdisches Restaurant ist der Bunker 42 sicherlich schön dekoriert mit großen, weichen, roten Stühlen und runden Decken. Außerdem spielen sie normalerweise alte sowjetische Filme und Musik, um die Gäste beim Essen zu unterhalten. Bunker 42 ist das seltsamste dieser Restaurants, denn wer hätte gedacht, dass man unterirdisch an einem Ort essen kann, der früher ein wichtiges Lagerhaus war? Also muss man schon sagen, die Frage ist halt, wieso kriegt der eine dafür die Lizenz und warum der andere nicht? Also das ist nochmal eine andere Frage. Aber trotzdem sehr, sehr krass, dass man in so einem Bunker essen kann oder zum Beispiel in so einem Fischrestaurant oder zum Beispiel, ach, da gibt es auch im Dunkeln auch noch. Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr mehr sehen wollt, checkt die beiden Videos aus und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.